Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich muss ehrlich zugeben, ich habe den Antrag ein paar Mal gelesen, um zu verstehen, was die Piratenfraktion uns eigentlich sagen will, ob es jetzt um Transparenz geht, ob es jetzt um parlamentarische Kontrolle geht oder ob es darum geht, grundsätzlich keine Schiedsvereinbarung mehr zu treffen. Und ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich versuche es jetzt mal chronologisch. Die Ziffer 1 des Antrages sieht vor, gar keine mehr zu treffen. Ich finde es grundsätzlich, das ist den Piraten ja zuzugeben, gut, wenn gerichtliche Verhandlungen transparent sind, auch wenn Schiedsvereinbarungen getroffen sind, wenn die transparent sind. Es ist natürlich aber denkbar, und das ist Parteien ja nun mal zuzugestehen, dass in der Wirtschaft Unternehmen ein Interesse daran haben, dass sie eben nicht öffentlich sind und nicht bereit sind, ihre Firmengeheimnisse offenzulegen. Kann man sagen, so eine Verträge darf der Staat nicht schließen? Das kann man sagen, dann muss man sich nicht wundern, wenn Verträge mit der öffentlichen Hand immer zu schlechteren Konditionen abgeschlossen werden und die öffentliche Hand immer im Nachteil gegenüber Verhandlungen in der freien Wirtschaft ist. Ich kann keinen dazu zwingen, einen Vertrag mit dem Staat zu schließen, wenn alles transparent gemacht wird. Das ergibt sich schon aus dem Grundgesetz. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reiner? Danke. Dann stellt sich die Frage, der Staat hat grundsätzlich natürlich gar kein eigenes Interesse daran, Schiedsvereinbarungen zu schließen, ob geheim oder nicht geheim, weil der Staat von Zivilgerichten, von den Gerichtskosten bei den Zivilgerichten befreit ist. Insofern kann es kein staatliches Interesse geben, sondern nur ein Interesse Dritter daran. Zu Punkt 2 des Antrages. Da wird beantragt, auch schon bestehende Vereinbarungen seit Beginn der Legislaturperiode so zu stellen, dass die verfassungsgemäße parlamentarische Kontrolle möglich wird. Da kann ich nur sagen, packt das Hund zerwander. Bestehende Verträge, die geschlossen worden sind, wird man wohl auch einhalten müssen. Da hilft es auch nichts, wenn die Piratenfraktion entgegenstehende Anträge stellt. Im Übrigen dürfte parlamentarische Kontrolle nichts mit Transparenz zu tun haben, denn natürlich steht es jedem Parlamentarier in diesem Haus frei, einen Akteneinsichtsantrag zu stellen und sich die entsprechenden Akten anzugucken, gegebenenfalls im Geheimschutzraum. Selbstverständlich können Sie parlamentarische Kontrolle ausüben. Was Sie nicht ausüben können, ist medienwirksames politisches Handeln. Das können Sie in der Tat möglicherweise nicht ausüben, wenn es anders vereinbart ist. Im dritten Punkt beantragen Sie auch auf Bundesebene und sogar auf supranationaler Ebene, sich dafür einzusetzen, keine geheimen Schiedsverfahren mehr zu führen. Da würde ich vorschlagen, stellen Sie die Anträge doch einfach im Bundestag und auf EU-Ebene. Da kann man sich dann in den zuständigen Parlamenten auf den jeweiligen Ebenen mit der Frage auseinandersetzen. Alles in allem enthält der Antrag durchaus einige interessante Anregungen, ist letztlich im Ergebnis aber handwerklich so, dass man ihn nicht ernsthaft beschließen kann. Vielen Dank.